Zu euren Diensten. Hi. Akquisitionsexperte, Lebensnehmer und Töchterschänder. Ihr habt noch nicht von mir gehört? Vielleicht sage ich meinen Leuten, dass sie meinen Namen zur Erinnerung in eure Leiche einritzen sollen. Mich? Ist das euer Ernst? Antworte oder streiche euren Raum mit eurem Blut. Ja, das, Die wahre Frage lautet, würde jemand dafür bezahlen, mich zu töten? Abermals. Wenn ein Tag vergeht, ohne dass mich jemand auf der Straße ausweiden will, bin ich enttäuscht. Ja, ich schätze mal, es gibt für alle einen Auftrag. Hi. Nehmt mir diese Sachen ab! Wer seid ihr denn? Das geht euch einen feuchten Dreck an. Wenn ihr mich töten wollt, dann tut es endlich. Mara sei mein Zeuge. Wenn ich nicht diese Kapuze auf hätte, würde ich euch mitten ins Gesicht spucken. Du nervst mich. Wie bitte? Was ist das denn für eine Frage? Ein letztes Mal, würde jemand dafür bezahlen, euch zu töten? Ich knie hier mit gefesselten Händen und einem Sack über dem Kopf. Und ihr seid so unverschämt, mich das zu fragen? Was glaubt ihr wohl, Spatzenhirn? Ja. Eine Zeit für diesen Unsinn. Ich kann euch da draußen sprechen hören. Bitte, lasst mich gehen. Ich habe euch nichts getan. Wer bist du denn? Ich heiße Fultheim. Ich bin ein Soldat. Nun ja, eigentlich Söldner. Ihr wisst schon, ein käuflicher Krieger. Ja. Ich habe mein ganzes Leben in Himmelsrand verbracht. Ja. Das ist alles. Ich bin ein Niemand, wirklich. Also, könnt ihr mich nicht einfach laufen lassen? Was? Bei den Göttern. Ich will nicht sterben. Na gut, möglich wär's. Ich verdinge mich jetzt schon seit Jahren als Söldner. Okay. Habe eine Menge Leute getötet. Naja, könnte gut. Könnte schon sein, dass ich da jemand rächen will. Aber ihr werdet mich nicht töten, oder? Was habe ich getan? Bitte, was immer es auch ist. Es tut mir leid. Der ist ehrlich gesagt der Einzige. Hat das mit dem Raubzug letzte Woche zu tun? Der so nett ist. Die anderen sind ja. Also der ist schmierig und. Die ist nervig und. Der ist so nett. Wahrscheinlich gibt es für alle einen Auftrag. Wahrscheinlich ganz egal. Kannst du mir vielleicht noch was sagen? Die Anspannung bringt mich noch. Könnt ihr ergründen, wer den Auftrag hat? Wen werdet ihr wählen? Die ging mir auf den Sack, hat mir aber... Ist es wirklich der Rechtschaffende? Der ist der Inzi, der so ein bisschen raussticht. Noch irgendwas erkennen, mehr kann ich nicht heraus. Ne? Ich muss jetzt irgendjemanden wählen. Nein. Ich muss jetzt irgendjemanden von euch wählen. Ich tendiere zu ihm. Er ist so überheblich, der gefällt mir einfach nie. Eindeutig Angst. Entweder ist er ein guter Schauspieler oder er hat wirklich Angst. Und ich meine Söldner und Leute getötet. Das haben wir auch. Deswegen. Und sie hat uns nichts gesagt von sich. Sie ist so nervig, so.
Sie könnte einfach nur eine Prostituierte zum Beispiel sein, die sowieso eine große Klappe hat und der das egal ist. Er hier ist eindeutig jemand, der ziemlich viel Scheiße macht. Nimm ihn. Was? Hier los? Verflucht das... Ja. Der hinterhältige Khajiit. Ein ja. Vater wie er musste einfach Feinde haben. Kein Wunder, dass ihr euch für ihn entschieden habt. Und wer war es? Wer hatte den Auftrag? Oh nein, nein, nein. Versteht ihr denn nicht? Schuld, Unschuld, richtig, falsch. Alles unwichtig. Wichtig ist nur, dass ich euch befohlen habe, jemanden zu töten und dass ihr meinen Befehl befolgt habt. Natürlich. Kann ich jetzt natürlich gehen? Und ihr habt eure Schuld voll und ganz beglichen. Hier ist der Schlüssel zur Hütte. Nur... Warum sollte es hier enden? Ich sage, unsere Beziehung ist reif für den nächsten Schritt. Ich möchte eine offizielle Einladung zum Beitritt zu meiner Familie aussprechen. Ja. Der dunklen Bruderschaft. Im südwestlichen Teil von Himmelsrand im Kiefernwald findet ihr den Zugang zu unserer Zuflucht. Ich weiß. Gleich unter der Straße, fernab von neugierigen Blicken. Ja. Wenn euch die schwarze Tür befragt, antwortet mit der richtigen Losung. Sie lautet: Still, mein Bruder. Dann seid ihr drinnen und euer neues Leben beginnt. Wir okay. sehen uns zu Hause. Wir sehen uns, Voldemort. Na dann, still, mein Bruder. Übrigens, nur so am Rande, mein Handy hat ganz kurz gerade geklingelt. Und meine Mutti, also ich weiß nicht, wann die Folge rauskommt. Aber vermutlich noch nicht so lange weg. Meine Mutti hat mir ein Bild geschickt, wo sie gerade Plätzchen gebacken hat. Oh, ich will jetzt Plätzchen von Mutti essen. Das wäre mir, oh, ich würde jetzt so gerne Plätzchen von Mutti essen. Okay. Kann ich gerade nicht. Wo sind wir denn hier? Schon wieder hier irgendwo im... Draußen hupt jemand. Oh, diese Hupen. Diese Huper. Ich habe mein Auto jetzt, ich weiß nicht, ein halbes Jahr ungefähr und ich habe noch nie einmal die Hupe verwendet. Einsamkeit. Da müssen wir noch hin. Da müssen wir... Ja, das ist Hauptquest. Ich würde jetzt gerne die Bruderschaft Geschichten machen. Wer solche Freunde hat, ja, genau. Denn die Bruderschaftsgeschichten und wahrscheinlich im Anschluss die Diebesgildengeschichten haben mir mal sehr viel Spaß gemacht. Deswegen werde ich da mal jetzt intervenieren. Wir müssen da runter. Das Lovi. Oh. Müsste ich zu Fuß laufen. Über Rorikstadt vielleicht. Ah, das ist wieder so weit. Es ist so weit. Und dann müssen wir hier runter. Ich gehe zu Fuß, komm. Ich gehe zu Fuß, ich warte. Feinde in der Nähe. Kann nicht warten, wenn Feinde in der Nähe sind. Na klasse. Geht zu Fuß. Ich habe mir vorgenommen, viel zu Fuß zu gehen. Also mache ich das auch. Jetzt kann ich warten. Ich will nämlich wenigstens, dass schönes Wetter ist. Da mich die Alte ja nie ausschlafen lassen hat. Ja. Gleichangriff, doppelter Schaden. Musste sein, wir brauchen immer noch alle möglichen Fälle. So. Ich versuche dieses Mal aber möglichst direkt dorthin zu laufen und nicht wieder über 1000 Ecken und Enden. Vielleicht über Rorikstadt, wie ich schon gesagt. Da muss ich mich ein bisschen... Oh nein, 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 nein.
ging immer nicht wegzumachen. Ich weiß aber nie, wie das weggeht. Jetzt entfernen. Ganz nervig. Hier. Ja, Markierung platzieren. Da habe ich es wenigstens auf der Map mit. Und dann gehen wir über Rorikstadt. Alter, ist das laut. Gehen wir einfach dort lang, dann habe ich das wenigstens schon mal freigeschalten. Die Stadt. Und dann brauchen wir das ein andermal nicht machen. Das ist noch ein Stein, den haben wir aber scheinbar schon. Der ist schon weiß hinterlegt, oben im Kompass. Ist noch irgendein Hügelgrab. Kann ja mal gucken gehen. Irgendwas Specialiges ist oder ob es einfach nur ein weiteres Drachengrab ist. Da kribbelkrabbelt irgendwas drin rum. Interessant, dass die Pfeile an den Dingern abprallen und dass ich sie einsammeln kann. Aber tot sind sie trotzdem. Ein Buch, Schlösserknacken verbessert. Nice! Ja, noch Mana und eine Truhe. Novize, naja, sollten wir hinkriegen. So, ein wenig Jolt. Na toll, mehr nicht. Oh gut. Habe ich mich doch wieder ablenken lassen von meiner Reise. Schlupp, schlupp. Ich weiß, wir würden natürlich schneller vorankommen, wenn ich schnell reisen würde, aber ich will doch auch erkunden. Die Welt ist so umfangreich. Ja, das mal freischalten. Ich weiß nicht, wer hier wohnt. Wer auch immer hier wohnt, hat mich auf jeden Fall schon gesehen. Festung Schneefalke. Es könnte nämlich eine Festung sein, die wir dann im Laufe des Krieges uns einverleiben. Und wir haben uns ja schon so ein bisschen entschieden. Man konnte sich ja entscheiden, ob man den Sturmmänteln oder den kaiserlichen Beitritt. Und ganz, ganz am Anfang konnte man sich da entscheiden, indem man halt aussucht, wo man mitgeht. Ich bin ehrlich gesagt noch nie mit dem kaiserlichen am Anfang mitgegangen. Ich weiß nicht warum. Ich bin immer mit dem Sturmmantel mitgegangen. Ich habe aber schon beide Seiten gesehen. So ist nicht. Also ich habe schon, man kann dann später auch nochmal einfach entscheiden. Man geht einfach zu dem kaiserlichen und kämpft für die mit. Aber das werden wir uns nicht an. Ach du Scheiße, wir sind doch noch gar nicht gut genug für den Drachenkampf. Ja, da ist der oben, da ist glaube ich auch ein Drachengrab, wenn mich nicht alles täuscht. Oder so ein Schrein. Gehe ich jetzt nicht hin. Ist hier noch wo irgendwo einer? Oder ist das... Klingt so, als würde es eher von da kommen. Sei denn, ich habe die Kopfhörer verkehrt rum auf. Das will ich jetzt nicht unbedingt. Ah. Okay, ja. Hier ist noch ein anderer Drache. Hä, wo denn? Unsichtbar? Geh weg, Wolf. Hä? Da. Oh, voll daneben. Wir sind nicht gut genug für einen Drachenkampf. Habe ich das nicht schon mal gesagt? Nein! Alter, der hat uns aber weggewimst. Na toll. Oh, okay. Ist immer wieder hier. Jetzt spare ich mir doch das Laufen. Ich habe das ja lustigerweise schon mal gesehen.
Einfach dahin. Cooler Helm. Ja. Drachen sind halt so eine Sache, ne? Wenn die ein Dorf angreifen und man ist dort, dann ist es relativ easy. Also alleine. Auf weiter Flur. Schwierig. Hier ist schön. Hier gefällt es mir in diesem Nadelwald. Der ist so schön grün und Vögel zwitschern. Ist ein bisschen wärmer, nicht so verschneit. Ja. Dieses komische schwarze Wasser hier. Dunkle Bruderschaft. Still, mein Bruder? Ich weiß es nicht mehr. Was ist die Musik des Lebens? Weiß ich da nie. Still, mein Bruder. Willkommen zu Hause. BB, sozusagen. Lalalalala, wir sind da Stufe 13, das ist halt, da kann man noch nie gegen Drachen kämpfen. Doch, kann man, aber ich stelle mich da wahrscheinlich zu blöd an. Muss ich, diese Schreie sind jetzt aber sowieso nie so, also. Ah. Schattenschuhe, Schattenrobe, Schattenkapuze. Darf ich mich bestimmt gleich ausrüste. Hallo, ah, Astrid. Endlich. Ich hoffe, ihr habt den Ort ohne Mühe gefunden. Ja, ich hab gerade was getrunken. Was nun geschieht? Ihr beginnt euer neues Leben in der dunklen Bruderschaft. Ja. Ihr gehört nun endlich zur Familie. Ja. Dies ist, wie ihr selbst seht, unsere Zuflucht. Ihr findet in ganz Himmelsrand keinen sichereren Ort. Okay. Also macht es euch gemütlich. Ich fühle mich schon wie zu Hause. Ich fühle mich geehrt, ein Teil eurer Familie zu sein, Astrid. Darf ich jetzt jemanden umbringen? Schweigen. Ja. Die Stille steht euch gut zu Gesicht. Sie verleiht euch etwas Geheimnisvolles. Ja, Schatz. Aber nur zum Beschäftlichen. Ich bereite einen Auftrag für euch vor. In der Zwischenzeit solltet ihr mit Nasir reden. Er hat vielleicht ein paar kleinere Aufträge zu vergeben, mit denen ihr euch über Wasser halten könnt. Okay. Die Mutter der Nacht wird schon bald eintreffen. Dann werden die Dinge hier garantiert noch interessanter. Ah ja, noch etwas. Ein Willkommensgeschenk. Die Rüstung der dunklen Bruderschaft. Okay. Möge sie euch gute Dienste leisten. Danke. Bei all euren Vorhaben. Abgeschlossen und... Wer solche Freunde hat, schweigen. Schattenstiefel, Schattenschuhe, Schattenkapuze, Schatten. Sprich mit Nasir. Wer ist denn die Mutter der Nacht aller? Die unheilige Oberin. Die verhüllte Dame. Die Herrin der Leere. Sie trägt viele Namen. Okay. Vor sehr langer Zeit schenkte sie Thys einer Frau 5 Kinder. Sie tötete sie, um seine Gunst zu erlangen und wurde so zur Mutter der Nacht. Wenn man derartige Geschichten glaubt. Heute ist sie... Nun, sie ist nur noch ein Skelett. Ein alter Leichnam. Was super. Aber viel wichtiger ist, es handelt sich um einen Leichnam, der von ihrem Bewahrer in diese Zuflucht gebracht wird. Mhm. Die Mutter der Nacht wird also hierher gebracht. Und wenn ich beim Töten erwischt werde, was ist denn dann? Das genau. Vermeidet ihr besser. Natürlich ist auch mir bewusst, dass es nicht immer so einfach ist. Manchmal geht es darum, eine deutliche Botschaft zu übermitteln oder der Auftrag verlangt eine öffentliche Ermordung. Okay. Mord ist selbstredend ein äußerst schweres Vergehen. In dem Fürstentum, in dem ihr dieses Verbrechen begangen habt, wird ein sehr hohes Kopfgeld auf euch ausgesetzt. Na super. Ihr könnt natürlich fliehen. Aber der Preis auf euren Kopf bleibt. Wenn euch eine Wache angreift, könnt ihr versuchen, euch zu ergeben. Dazu steckt ihr am besten eure Waffe weg. Wenn okay. die Wache eure Geste akzeptiert, könnt ihr entweder eure Strafe in einer Zelle absitzen oder euren Kopf selbst freikaufen. Hm. Ist uns allen schon passiert.
Wir tun, was wir tun müssen, um zu überleben. Okay. Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit. Einige Mitglieder der Diebesgilde in Rifton kennen Mittel und Wege, ihre Strafe verwischen zu lassen. Gegen einen gewissen Preis. Es ist gut, das zu wissen. Ja, ja. Gibt es irgendwelche... Ups. Gibt es irgendwelche Regeln, von denen ich vielleicht wissen sollte? Früher war die dunkle Bruderschaft an die 5 Gebote gebunden. Aber wir halten uns schon seit töten? Jahren nicht mehr daran. Oder was? All diese Regeln, all die Disziplin. Und seht nur, was am Ende aus der dunklen Bruderschaft geworden ist. Ja, das habe ich in Cyrodiil gesehen. Wir sind die Letzten unserer Art. Vitalistisches Moloch von Meuchelmördern. Respektiert einfach eure Familie. Wenn ihr das tut, ergibt sich alles andere von selbst. Na gut,